Mit der Prezi-App kann ich einerseits meine Prezis organisieren und anschauen, andererseits diese aber auch vorführen. Ich werde nachher noch kurz was zum Microsoft Wireless Display Adapter sagen. Den kann man dafür sehr gut benutzen. Also ich kann hier erstmal aussuchen, möchte ich eine Prezi Classic oder Prezi Next auswählen. Für alle, die sich damit auskennen, Prezi Next funktioniert nicht mit jedem Browser. Ich meine, dass im Moment es nur bei Chrome funktioniert. Wie auch immer, ich kann hier eben auswählen und meine Prezis dann anwählen. Ich sehe oben auch schon das Ordnersymbol. Da kann ich Ordner, die ich erstellt habe, mir anschauen. Das heißt, ich kann da meine Prezis wesentlich besser organisieren. Und dann kann ich mir, keine Ahnung, Smartphone-Nutzung an der Schule, hier mal diese Prezi anschauen. Offline, nee, geht leider nicht. Genauso wie Fernsteuerung. Dafür muss man eine kostenpflichtige Version sich anschaffen. Das ist ein Abo pro Monat und auch nicht ganz billig. Ich kann gerne die Prezi teilen. So. Und ich kann sie hier auch quasi abspielen. Und da sieht man jetzt auch schon, wenn ich zur nächsten Folie quasi gehen möchte, klicke ich hier rechts auf den Bildschirm. Dann geht es hier immer so weiter. Ich kann aber natürlich auch durch Reinzoomen wieder eine Stufe zurückgehen. Wenn ich Und dann kann ich auf einen beliebigen Punkt, was ja eigentlich immer das Nette an der Prezi ist, doppelklicken. Und dann komme ich an diesen Punkt. Ich kann hier unten rechts mit diesem Symbol in die Vollansicht oder zurück. Und dann sehe ich auch unten in der Mitte noch eine quasi eine Art Folienleiste, durch die ich dann auch mich durchscrollen kann. So funktioniert die Geschichte also. Und wenn ich jetzt das Ganze auch noch zeigen will, dann würde ich eben mein Handy übers Miracast, den Standard, verbinden, wahrscheinlich mit einem Beamer direkt. Und bei diesem Beamer am besten den Microsoft Wireless Display Adapter reinstecken per HDMI und USB. Das hat sich sehr bewährt, funktioniert eigentlich mit jedem neueren Android-Handy, das den Miracast-Standard hat. Link dazu gibt es auch in der Beschreibung.